Speichersystem. Ich meine, wir haben nicht jetzt wirklich die Feuerkraft vor dem Herrn. Und daher, weiß ich nicht. Wir würden endlich mal was treffen. Vielleicht wird's, vielleicht hilft's doch. Würde ich einfach mal jeden Schuss wirklich setzen. Vielleicht nicht wirklich jeden Schuss, aber doch schon wirklich viele, deutlich mehr. So, da ist das Osttor. Gerade mal gestreift. Hier ist das Südtor nach Elenas. Ach so, der hat reingezoomt. Ist hier noch ein Tor? Das ist das Osttor. Sie sprechen mit dem das ist schön. Ich würde jetzt gerne speichern können. Argon, Schwerlast, Planktonfarm, M, Alf, Auto, Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Wieso fliegt meine Discovery jetzt gerade nur 73? Meine Discovery fliegt mit dem Autopilot ernsthaft nur 73? Das ist ja ein schlechter Witz. Sie sprechen mit dem Positiv. Andockerlaubnis erteilt. Ist so, ich habe möglicherweise nicht genug gebremst. Kennt man ja von mir. Gut, nur fürs Speichern. Dass wenn wir jetzt draufgehen, dass wir halt Vorgang nicht erfolgreich. Planktonfarm. Sie sprechen mit dem Passion. Es könnte schwer. Sie sprechen mit dem Auto. Sehr einfach. 2000, das klingt schon ganz gar nicht so schlecht. Jetzt habe ich hier gerade drin gesehen. Ich hätte da etwas. Verschlüssele jetzt die Daten für die Übertragung. Rechnen Sie mit 5000 ist natürlich und in unsere Richtung. Ja, klar. Oh, die sind schon so weit. Da müssen wir Gas geben. Oder kommen die gerade daher? Na egal, wir machen hier mal Autopilot-Folge. Gehen in die Karte. Unsere Merkur kommt uns schon nach. Und dann sehen wir ja, falls jetzt hier irgendwo ein Feind kommt. Jetzt geht das wieder los. Kein Asteroid. Ja, jetzt mach dich durch. Durch das Tor. Wahrscheinlich werden wir jetzt von der Skenon-Invasion grüßt oder so. Gut, sehr einfach. Das wird ja wohl funktionieren. Erreiche System. Autopilot deaktiviert. Autopilot aktiviert. Drückt man einmal daneben, ne? Jetzt fliegt der Autopilot doch 217. Wo war denn das Problem vorhin? So. So. Mit etwas Glück übersehen wir gar keine Feinde. 5000 Credits. Katsching! Ich den nächsten gesehen. Terraner. Autopilot deaktiviert. Terraner? Oh nein! Das geht deutlich schneller als ich wollte. Poltergeist-Rakete. Ich wollte vorher anfunken hier, gib auf. Von wegen, dass wir das Schiff kriegen. Frachtraum enthält nun Poltergeist-Rakete. Entschuldigung, habe ich dir meine mitgegeben? Oder hatte Terraner schon geschossen? Autopilot aktiviert. Wieso funktioniert das mit dem Autopilot nicht ganz? Guck mal, jetzt sind wir auf voller Geschwindigkeit bei 73. Liegt das daran, dass ich hier Shift A den Autopiloten aktiviere? Das kann doch nicht sein, oder? Aktiviert. Jetzt 73. Oder setzt der direkt auf die Geschwindigkeit? Ich weiß es nicht. Komisch auf jeden Fall. Ach schade, ich hätte gerne noch gefragt, ob der Terraner sein Schiff aufgibt. Das wäre natürlich cool gewesen. Ja, der Terraner, den haben wir immer noch in den Sensoren. Der ist da. Okay, ne, der fliegt uns auch nicht so schnell weg. Ja, und dann jedes Mal, wenn wir so ein Schiff zerstören, kriegen wir allerdings auch eine Aufwertung in unserer Wertung für Kämpfe. Das heißt, es ist jetzt auch nicht ganz schadend, wenn wir das jetzt mal kurz verpasst haben. Och, ich zoome mit deinem Aus und der Autopilot geht aus. Das ist ja nervig. Flieg, Schifflein, flieg! Guck mal, sogar unser Merkur ist schneller. Terraner, Rapier, Autopilot deaktiviert. Machen, ich bin heute gut. Gleiches Skript Ziel ist nun in Feuerreichweite. Ach,
Vielleicht habe ich den auch gar nicht zerstört, sondern die anderen. Sie die kann natürlich sein. Mach klar. Ja, wenn der schon sagt, lieber sterbe, ich würde er wahrscheinlich nicht. Wird er sein Schiff wahrscheinlich nicht aufgeben. Ich glaube, das ist das. Machen klar. Jetzt lieber? Ziel verlässt Feuerreichweite. Deswegen ist das übrigens auch cool, wenn man sozusagen dann ein höheres Ziel Kampflevel hat. In Feuerreichweite. Wie viele Raketen? Ich habe Angst, dass die Raketen mich gleich treffen. Klar. Jetzt. Uiuiui. Alter, wieso ruckelt denn das so? Ich glaube, mein Computer mag keine Raketen. Ja, dafür will ich wenigstens den Kill haben. Komm, gib mir den Kill. Im Namen unseres Präsidenten und Senators dankt Ihnen die Argonische Föderation für Ihre Hilfe gegen diesen Eindringling. Jawohl! Argon, Schwerlasttransport, Autopilot aktiviert. Sind Sie? Hat geklappt, würde ich sagen. Ja, schön wäre es, wenn die Schiffe aufgeben würden. Das ist natürlich immer noch was Cooleres. Kann man entweder selber fliegen, was bei dem Schiff wahrscheinlich passiert wäre, dass ich selber fliege. Oder man... Was passiert hier gerade? Passiert hier gerade, Autopilot versucht von Asteroid auszuweichen? Terraner, Rapier, Autopilot deaktiviert. Meine nächste Chance auf Deutsch. Wieso ist die hinten bei meiner Merkur? Den Teufel. Ach nee, so gut, nur so früh machen wir nicht. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Energielevel niedrig. Sie lag großartig, genau das. Was du brauchst, ist mir doch recht. Achtung, eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Elenas Glück. Das ist ein Witz. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Hast du meine Merkur an? Gar nicht mehr so geil. Warum? Wo sind eigentlich die anderen Schiffe, die hier die Flotte verteidigen sollen? Und wieso zur Hölle ist mein Schild runter? Sie ersticken an meinen Abgasen. Moskito-Rakete installiert. Ist Moskito, ist es eine Zielsuchende? Ziel verlässt Moskito-Rakete. Moskito-Rakete installiert. Ich kann hier auch nur. Scheiße, der schießt ernsthaft auf meine Merkur. Ziel verlässt Feuerreichweite. Moskito-Rakete entfernt. Nee, das ist keine Zielsuchende. Scheiße. Doch, es ist eine Zielsuchende! Aber hat irgendwie nicht besonders Ziel ist getan. Nun in Feuerreichweite. Ich hoffe, sie ersticken an meinen Abgasen. Ziel verlässt Feuerreichweite. Wieso hilft uns denn eigentlich keiner? Ich krieg den doch nicht alleine tot. Der fliegt 400 Sachen. Fliegt doppelt so schnell wie ich. Alarm. Rakete im Anflug. Spiel haben wir's. Gut. Das hat's doch zum Weise melden. Hilft uns auch keiner, wa? Mhm. Sind die, glaube ich, gespeichert. Aber ich sinnlos gestorben auch. Aber nur weil meine Merkur da im Weg. Vielleicht hätte ich nicht drauf zu. Hätte dann meine Merkur angegriffen. Auch scheiße. Undock-Vorgang erfolgreich. Im Namen des Vorsitzenden CEO wünscht Ihnen das Teladi-Unternehmen großen Profit und Sie sprechen CEO. Mit dem Zeit. Es könnte. Das ist so ein leichter Job. Allerdings schwer, 3000 Credits. Sie sprechen mit dem Automaten. Oder aber wir nehmen hier leicht mit 2000 Credits. Eingehende Nachricht. Durch Südtür müssen wir sowieso.
An Bord des Schiffes jagen Putin. Das ist wieder so ein M5 und so ein perfekt ausgebautes wahrscheinlich. Ich glaube, meine Discoverer kann voll ausgebaut 350 Sachen fliegen. Erreiche System. Glaube ich. Ich glaube es. Ich weiß es nicht genau. Aber, wieso? Ach so, das stimmt. Und, ja. So ein Yaki Fujin fliegt, glaube ich, immer noch 380 oder so. Das ist doof. Aber es ist ja eh auf dem Weg, von daher schadet es ja auch nicht, wenn wir den jetzt auch nicht machen, dann... Egal. So, jetzt wird es gleich nochmal aufhören, jetzt sind sie ja bei 3 Kilometern genau und jetzt können wir rein. Durch da! Erreiche System, Splitfeuer. Pirat, Navigationssatellit. Diese Satelliten übermitteln sämtliche Navigationsdaten aus ihrem Sektor zum Bordcomputer ihres Schiffes, alle Stationen und Schiffe betreffend. Hey, ich will hier rüber so. Sie wäre echt so weit entfernt, das sind äußere... Oh, Rasspiraten! Das gehört sogar schon den Piraten richtig. Nicht schlecht. Ich kriege jetzt hier nur das Nerd wegen des Ding, genau. Wegen des Dinges, wenn schon. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Hat tatsächlich nicht so viel, ne? Kein Ziel. Bremsen! Oh. Asteroid. Gerade. Hab ich ein Glück gehabt gerade. Oh, Moment. Da ist ein... Unbekanntes Objekt? Ein unbekanntes Objekt? Ich glaube, das ist ganz wertvoll. Das kann man auch fragen. Kommandos. Nicht mir. Kommandos, Kommandokonsole, Navigation, Folge. Wo sind wir gerade? Splitfeuer? Kommando akzeptiert. Unbekanntes Objekt. Das bedeutet jetzt nämlich, das fliegt diesem unbekannten Objekt, welches nämlich, wie man hier sieht, das UFO ist. Das ist ein Easter Egg. Und bewegt sich random durch alles Zeug. Wenn die Discoverer-Frachter jetzt diesem Objekt folgt, die Discoverer-Frachter ist, glaube ich, na, die wird nicht so schnell sein, aber was glaube ich, die fliegt 200 Sachen vielleicht, die war ja auch ein bisschen ausgebaut. Dann wird die jetzt für uns den Weltraum ein bisschen erkunden. Oh, ich glaube, die war wirklich ganz oben. Also das wird wahrscheinlich auch... 200 Jahre Königinhügel. Aber sie hat das Kommando sozusagen jetzt erhalten, das heißt, sie fliegt dem hinterher und erkundet dabei jetzt die ganze Argon Zeit. Die Argon Discoverer ist im Vergleich zu den anderen Schiffen der argonischen Flotte aktuelle Höchstgeschwindigkeit 95. Das Schiff ist mit 2 Lasern bewaffnet, leicht, vielseitig und äußerst manövrierfähig. Ja, die kommt natürlich überhaupt nicht hinterher, ne? Die Argon Discoverer ist im Vergleich zu den anderen Schiffen der 346 auch, ha. Ja, das macht aber nichts. Nämlich die folgt dem jetzt ja hoffentlich. Cool, ich habe das UFO gefunden. Das ist tatsächlich, ich glaube, das ist tatsächlich ziemlich selten. Ich weiß nicht, wie selten. Aber doch so, dass man sich freuen kann, wenn man sieht, glaube ich. Ich kann jetzt auch nicht aufschalten oder so. Doch, hier. Schön. Das Geräusch von dem Ding auch. Er fliegt mit dem ganz normalen Autopiloten, wie man hier sieht. G, Frage, Fragezeichen, TX-17. Hui. Auf Wiedersehen. Ach, ich bin jetzt, glaube ich, eingetreten in das Tor. Aber das hat sie jetzt akzeptiert? Das heißt, also wir gucken mit ihm. Und damit müsste die jetzt hinterher machen. Da ist er. Paranit, oh, Entschuldigung. Militär, Yaki, Fujin. Der fliegt jetzt 135, dann wird der knapp 300 Sachen fliegen. Und hier sind auch ganz viele neue Missionen. Und ich überlege gerade, ob ich vorher mal kurz andocke. Ich habe eine Restzeit tatsächlich. Habe ich eine Station auf dem Weg bis dahinter? Ja, die hier. Paranit Handelsdock. Werden wir mal beim Handelsdock mal kurz andocken.
um das Spiel zu speichern. Denn das ist schon... Pirat, Nova. Bevor ich... Das ist schlecht. Säuerei, M, Beta. Das ist ganz schlecht. Mit dem Piraten da. Handfeuerwaffenfabrik, Alpha, Argon, Nahrungsmitteltransport. Eindeutig vorher speichern jetzt. Alpha. Handfeuerwaffenfabrik, Alpha. Ganz dringend dahin fliegen und versuchen, dass die Piraten uns jetzt nicht wegtöten. Sie sprechen mit Depositiv. Ich will nicht bitte verlieren. Andock-Erlaubnis erteilt. Ich will nicht verlieren, dass unsere Discoverer-Frachter jetzt dem Schiff nicht mehr folgt. Das nimmt uns Arbeit ab, ganz viel. Denn dieses UFO hat ein völlig... Warte mal, was ist denn das hier eigentlich? Wo muss ich denn hier rein? Oder dass ich ganz dumm sterbe. Und zwar so. Jetzt haben wir's. Okay. Andock-Vorgang erfolgreich. Im Namen des Priester-Imperators. So, speichern gleich mal richtig. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. So, und jetzt holen wir uns den da hinten. Ach, den werden wir so nicht aufschalten können. So. Menelaos Grenze, da geht's schon los. Sehr schön. Hat offenbar... Nee, das war Quatsch. Kann ich mal reingucken? Der Discoverer Frachter fliegt jetzt zum Westtor. Liegt jetzt schön dem Ding hinterher. Sehr schöne Sache. Lol, der kriegt schon auf die Fresse. Nein, lasst mir den übrig. Split sagen, du zu viel Raumkraut rauchen. Das würde auch funktionieren. Sagen, du zu viel Raumkraut wenn der raus. Du rausgeht. Wenn der rausgeht aus dem Schiff und ich die Person Split sozusagen selber im Raumanzug töte. Du Split. Paranit, eingehende Nachricht. Ja. Jetzt auf Deutsch, ich hab's verkackt, genau. Paranit, was will sie denn machen? Also bei den Paraniden im Übrigen. Bricht das Gnade. Okay. Hier gibt's keinen. Oh, bitte. Raumschmiede. Nee, das ist Alpha. Säuerei. Was? Sie sprechen mit dem. Was? Oh, ich sehe ja schon, das ist eine Nummer größer, das Schiff. Was war das denn schon wieder? Ach, das ist der Sprungantrieb. Sie sprechen mit dem... Was? Wir fühlen uns in dieser Mission. Sollten Sie vor feindlichen Übergriffen auf der Hut sein, sind Sie in der Lage, diese Aufgabe zu erfüllen? Komm, wir probieren's. Pirat, Harrier, Angreifer. Das wird schon interessant. Der fliegt sehr schnell, der Harrier. Probieren wir's. Ja, ich meine, was heißt denn, beschütze diese Station? Da wird nichts passieren. Die Station hat mehr als genug Schild und Hülle, als dass ein einzelner Harrier, eine M5, die Station angreifen könnte, ernsthaft. Und Vorteil ist, dass das nur ein M5 ist, sozusagen. Dann kriegen wir die nämlich auch tot. Hoffe ich, also jedenfalls nicht, wenn er ein bisschen langsamer fliegen würde, dann hätte ich auch eine Chance, ihn zu treffen. Tatsächlich Ziel ist nun in Feuerreichweite. Ziel verlässt Feuerreichweite. Das ist das Problem. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Ziel verlässt Feuerreichweite. Hat sie schon mal getroffen, ne? Ziel ist nun in Feuerreichweite. Ziel verlässt Feuerreichweite. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Yeah. Wie schnell die fliegt, ist der Hammer. Feuerreichweite. Wir machen jetzt Plattform.
Komm schon. Hey, bremst runter. Ziel ist nun in Feuerreihe. Sie werden keine zweite Chance erhalten. Geht jetzt auf mich, das wäre vorteilhaft. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Oh. Geht jetzt eindeutig auf uns, das wäre ganz gut. Dann fliegt er nämlich nicht immer nicht allzu weit weg. Wir müssen bloß halt aufpassen, dass wir uns die ganze Zeit von ihm treffen. Ziel verlässt Feuerreichweite. Aber einen Schuss dürften unsere Schilde schon halten, hoffe ich. Komm, dreh um. Wir können hier ein bisschen straven. Unsere Triebwerke sind jetzt. Ziel ist. Sie werden keine zweite Chance erhalten. Ziel verlässt Feuerreichweite. Okay, mit 10% erscheint. Ach, komm schon. Ziel ist nun in Feuer. Ich finde es schön, dass es nicht eine Zeitbegrenzung hat, sondern dass sozusagen das Spiel wartet, bis ich diesen Gegner zerstört habe, bevor uns weiter spawnen. Ansonsten wäre es ja wirklich hart. Ach Mensch, wir machen es anders. Wir machen wieder Plattform. Wir warten auf den. Habe ich noch eine Rakete? Nee. Ich strafe hier mal im Kreis sozusagen, das wird die KI zum Glück genug, als dass ich nicht mehr, als dass er mich nicht mehr so sehr trifft. Aber irgendwie so richtig Schaden mache ich ihm auch nicht. Und für so eine Sache hätte ich gerne diesen Zielcomputer, der sozusagen für uns schießt. Ich habe ja wirklich eine 7 hinaus. Aus bedeutet halt so, ne? Ziel ist nun in Feuerreichweite. Oh, jetzt schießt auf mich. Oh. Hat er meine Schildklemme gesenkt. Feuerreichweite. Ach Mensch, das ist doch wieder so ein unendlicher Kampf hier. Sind wir denn nicht hier irgendwo, dass nur irgendjemand uns hilft? Irgendwelche Polizeikräfte, aber ich glaube, wir sind zu weit von den zentralen Sektoren entfernt, als dass wir uns irgendwann nun in wird. Feuerreichweite. Sie werden keine zweite Chance erhalten. Ziel verlässt meine Feuerreichweite. Durch regeneriert. Boah. Paraniden äußere Sektoren, ja. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Oh, Ziel verlässt Feuerreichweite. Ein bisschen angegriffen. Aber seine Schilde regenerieren zum Glück relativ langsam, das ist ein Vorteil für uns. Ich muss bloß machen, dass meine Schilde deutlich schneller regenerieren als seine. Ziel ist. Sie werden keine zweite Chance erhalten. Verlässt Feuerreichweite. Also gleich habe ich seine Hülle mal beschädigt. Das ist schon mal was wert. So, meine Schilde sind schon wieder geladen, das ist gut. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Mensch. Ziel verlässt Feuerreichweite. Ich treffe halt auch gar nicht, wa? Jetzt, danke. Ziel ist nun. Sie werden keine zweite Chance erhalten. Ziel verlässt Feuerreichweite. Ah, Mann, der ist so schnell. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Ein bisschen was schaffen. Ziel verlässt Feuerreichweite. Solange irgendwie alle meine Generatoren richtig funktionieren. Das heißt Schildgeneratoren und Lasergeneratoren, dass die richtig, richtig Dampf machen jetzt. So, komm Ziel ran, ja. Ist nun. Sie werden keine zweite Chance erhalten. Ziel verlässt. Ich will auch keine zweite Chance, weil du vor mir stirbst. Man kann es ja probieren. Dreh um und schick, komm zu mir. Ich weiß gar nicht, aber wann lohnt es denn jetzt Ziel ungefähr? Ist nun schon in Feuerreichweite. Ziel verlässt oder war das jetzt eine Laserenergieverschwendung? Ja, ich habe ihn offensichtlich doch gut beschädigt. So, komm. Ja, jetzt dreh um. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu mir.
Ziel ist nun. Er geht ja meinen Lasern sozusagen entgegen, da müsste. Der ja eigentlich beschädigt. Ich meine, wieso hilft uns denn hier wirklich gar keiner? Oh, jetzt ist mein Energielevel niedrig. So, das Ziel ist nun in Feuerreichweite. Natürlich, jetzt dreht er sich so schnell um. Ach, das war schlecht jetzt für mich. Gut, wir machen es mal so. Nee, das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht jetzt. Ziel verlässt ja, Feuerreichweite. Jetzt. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Ich brauche auch ein bisschen Zeit, dass ich mich, Ziel verlässt dass ich mich regeneriere. Feuerreichweite. Sowohl Laserenergie als auch meine Schilde. Ich habe ja halt so ein Ziel ist nun in Feuerreichweite. Ja, jetzt habe ich. Sie haben Ihre Sache zu unserer Zufriedenheit erledigt. Eine hervorragende Arbeit, könnte man sagen. Die Entlohnung wird in Kürze eingehen. Paranit Handelsdock. Ja, das hat funktioniert, würde ich sagen. Was haben wir bekommen? 2000 waren ja, glaube ich, auch... Mantis-Rakete. Hier sind ganz viele Raketen. Und Raumsprit. Hummel. Die Hummel-Rakete kombiniert die Quantum-Technologie mit Gefechtsköpfen, die sogar schwer gepanzerte Ziele zerstören. Üblicherweise wird sie benutzt, um damit größere Jäger oder Transporter anzugreifen. Kann ich nicht benutzen, wie man hier sieht? Die hitzesuchende Rakete des Typs Donnerschlag nutzt ein eingebautes Leitsystem. Alter, macht die viel Schaden. Boah, das ist für ganz große Schiffe hier, das ist für eine leistungsfähige, bildfolgende Rakete aus dem mittleren Segment. Die Banshee. Die Mantis ist der Prototyp einer neuen Rakete, die bereits vor den Angriffen der... Die Mosquito ist die meistverwendete leichte Rakete in Raumkämpfen. Nice. Die Mosquito... Mosquito-Rakete. Nehmen wir uns halt eine Mosquito-Rakete mit. Ach so, Moment. Paranit Handelsdock. Jetzt müssen wir natürlich vorne machen. Ansonsten fliegen wir ja gar nicht mehr unsere Geschwindigkeit. Das größte Problem ist natürlich das hier. Moment. Oh, nee, hatte nicht die Reichweite. Discoverer. Mosquito-Rakete. Ja, jetzt können wir wieder 217 fliegen, das ist natürlich wichtig. Ich achte noch mal kurz auf die Zeit. Gut. Ein bisschen langsam. Ein bisschen ausrichten. Jetzt können wir mal schön vorsichtig. Frachtraum enthält nun Moskitorakete. Moskitorakete hat geschmeckt. Das ist unsere... Wo ist eigentlich unsere Merkur? Sind Splitfeuer. Na gut. Hier lässt sich ein bisschen Zeit. So gibt's ein Osttor. Tor, Priesterringe. Das ist Westen. Gibt kein Osttor tatsächlich. Schade. Dann müsste ich ja jetzt es gleich finden, wenn es eins gäbe. Aber ich glaube, es gibt keins. Gut, Tor, dann. Imperators Graben. Südtor. Dann werden wir uns ein bisschen in Heimat der Legende aufhalten, werden da Missionen machen, werden den Otas irgendwie versuchen zu helfen, dass wir die Otas-Mission machen. Wir werden wahrscheinlich ganz viel mit Energiezellen handeln in der Gegend und beten, dass wir irgendwann mal einen Sprungantrieb bekommen. Dann sparen wir uns nämlich solche Strecken, dann gehen wir einfach ein, Heimat der Legende. Wir müssen das System kennen, logischerweise. Geben ein, Heimat der Legende und dann geht's ab. Das ist natürlich deutlich angenehmer. Erreiche System. Imperators Graben. So, hallo Imperators Graben. Wir gehen hier einfach mal rein. Gucken uns das an, was wir finden. Ach, dieser Scanner ist schon toll. Ich sehe schon zwei Kampfmissionen, aber keine Tore. Da ist Südtor Reich des Pontifex, okay. Was passiert? Richtung Osten.
kein Osttor. Ist ja doof. Das ist Norden, dann gucke ich nochmal nach Westen. Da ist doch eins. Dann müssen wir weiter nach Süden. Sie sprechen mit dem... Was? Wir fühlen uns können durch wir trotzdem mal fragen. Sehr einfach, 300 Credits. Sie sprechen mit dem... Was wollen Sie? Ein gewisses Niveau hat man schon mal. Sehr schwer. Na gut, dann ist das nichts für uns gewesen diesmal. Tor, Herzogsreich. Das ist Tor. Herzogsreich. Ach, das ist der Verbindung gewesen jetzt. Tor, Reich des Pontifex. Tor, Reich des Pontifex. Gib ihm, wo ist jetzt unsere... Die Argon des Governors. Ist jetzt ein Rolks los. Wo ist Rolks los? Hier. Da ist ja nicht so weit gekommen. Die Argon Discoverer ist im Vergleich zu den anderen Schiffen der argonischen Flotte relativ neu. Das Schiff ist mit zwei Lasern bewaffnet, leicht, vielseitig und äußerst manövrierfähig. Was habe ich denn drin? Hat die überhaupt Schilde? Ich habe sie nicht mal repariert, die Funk. Na gut. Aber die wird ja hoffentlich nicht angegriffen. Und wenn, ich glaube, das Schiff ist auch noch nicht, ist auch nur 3000 Credits wert, wohl 3000 Credits. Das sind immerhin 3000 Credits. Wenn man 16.000 hat, ist das noch eine relevante Zahl. Habe ich eigentlich gespeichert, seitdem ich die Mission fertig habe? Erreiche System. Reich des Pontifex. Ich glaube fast nicht. Müsste ich mal hier irgendwo... Und Reich des Pontifex. Die Musik klingt so, als ob es eine so äußere Sektor. Und trotzdem 50 Millionen Bewohner. Oh, die Musik, Alter. Alter. Macht aber echt Atmosphäre gerade. Siliziummine M Alpha. Ich bin auf der Hauptverkehrsroute, das ist schon ein bisschen doof. Ich muss nach oben. Asteroid. Siliziummine M Beta. Siliziummine M Alpha. Sie positiv. Bitte. Andockerlaubnis erteilt. Schön, wie das Ziel sich jetzt nach oben geholt hat. Okay, ich würde hier mal eine Pause für mich machen. Irgendwann muss ich schlafen. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen des Priesterimperators Xan heißt sie unser Priesterherzog. Willkommen an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Gehabt euch wohl.